Häufig beobachte ich, dass Software entwickelt wird und irgendwie ist es dann so, dass man kundenspezifische Anforderungen hat und ganz viele kundenspezifische Anforderungen und dann hat man eine Variation von verschiedenen Produkten und das gerät leichter außer Kontrolle und einige sagen sogar, sowas sollte man am besten gar nicht machen, ganz kundenspezifische Anforderungen umsetzen, weil man dann eben am Ende diese vielen Variationen der Software hat. Und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, dessen Job es ist, sich genau damit zu beschäftigen, Software zu entwickeln, obwohl es ganz viele Varianten gibt. Willkommen, Danilo. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Danilo Beuche. Wie Eberhard gerade gesagt hat, in dem Umfeld, in dem ich tätig bin, sind wir an der Tagesordnung. Man kommt nicht ohne diese aus. Die Geschichte ist halt, die Freiheit, Varianten nicht zu machen, gibt es nicht überall im Bereich Embedded, automobile Software oder in anderen Bereichen, in denen Geräte entwickelt werden, muss man damit umgehen. Und das ist mein Geschäft seit 20 Jahren. Und dazu wollen wir am Freitag sprechen.